Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen hier von der East Coast Mainline vom LNER Azuma, Class 801. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und schauen uns an, was die neue Strecke so zu bieten hat und wie das Fahrzeug so aussieht. Einmal hier den Hauptschlüssel rein, Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung, Türen geben wir links frei. Hervorragend. Schalten uns das AWS-System an und bestätigen es. Genau, da ist die. Genau, die AWS-Sonne ist da gerade aktiv. Schalten uns den Scheibenwischer an. Und dann gehen wir hier einmal auf. Nee, das nicht, sondern auf hier vorne die Markerlights aktivieren wir. Da haben wir vorne dreimal weiß. Wir aktivieren das Leselicht. Was war das? Führerpultbeleuchtung. Moment. Genau so, das Leselicht. Ja, nehmen wir mal hier die mittlere Einstellung. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann gehen wir mal hier in das Display und stellen hier mal auf jeden Fall die Helligkeit runter. So, sehr gut. Sound Volume können wir hier ein bisschen hochstellen. Wir sehen, dass die Türen auf der Seite noch alle off sind. Das passt auch soweit. Okay, so. Wir sollen zwar die Türen verriegeln, das Signal ist aber noch rot. So, Signal ist allerdings immer noch rot. Deshalb können wir jetzt noch nicht losfahren. Habe ich das gerade nicht. Habe ich das gerade nicht dunkel gestellt? Das ist schon das Dunkelste. Meine Güte, das ist immer noch viel zu hell. Das blendet ja. So, schauen wir mal, ob wir noch hier irgendwas machen können. ETCS haben wir hier auch noch mit drin. Das European Train Control System heißt es, ne? Ah, okay, wir müssen noch auf den Kollegen hier warten. Der hier noch einmal durchrauscht. Könnten wir sonst noch irgendwas machen? Das ist DRA, Bremse lösen. Spared Überfahren eines roten Signals. Das ist praktisch sowas wie PZB-Befehl 40, glaube ich. So ähnlich. So, AWS. Hier haben wir die Türkontrolle. Signal ist immer noch rot. Notbremse. Hier haben wir die Schneebremse. Ich weiß nicht, ob das funktional ist, aber wenn, dann bräuchten wir sie ja heute. Es schneit nämlich. Wer es noch nicht bemerkt hat. Das ist das DSD-Pedal, Warnblinklichter, können wir hier noch aktivieren. Oh ja, Temperatur, machen wir uns mal hier die Heizung, drehen wir uns mal hier auf 22 Grad hoch. Ah, sagen wir doch, 22 ist gut. Lüften, kalt, Wärme. Genau. Ventilatorgeschwindigkeit. Machen wir mal aus. Ja, wobei, können wir auf Low lassen, dann hören wir wenigstens etwas im Führerschein. So. Wir dürfen fahren. Was ist das hier eigentlich? Das Makro. Auf geht's. Und ja, ihr hört nichts. Das liegt daran, oder ihr hört nur ganz wenig vom Zug. Das liegt daran, dass er einfach ein sehr, sehr leiser und ich glaube mitunter einer der modernsten Elektrotriebwagen in Großbritannien ist. Ich glaube, es ist sogar vielleicht der modernste Elektrotriebwagen. Oh, wir sind zu schnell. Und dürfen jetzt 120 fahren. Was ist, wenn wir hier die
Maximum, das Ganze auf Maximum setzen. Oh ja, dann sehen wir ein bisschen mehr. Oh ja, herrlich. Mal schön auf die Geschwindigkeiten achten. Wir dürfen 120 Meilen pro Stunde fahren und müssen in 20 Minuten, in 19 Minuten in New York Northgate halten. Danach in Grantham. So, 125 dürfen wir fahren. Wie wäre es mit einem Foto hier an dieser Stelle? Können wir uns einmal den Zug von außen angucken. Den LNER Zuma. Eigentlich ganz hübsch soweit, ne? Von Hitachi gebaut. Gehen mal hier Schärfentiefe ganz runter. Zoomen ein bisschen ran. Ja, machen wir es mal so. Setzen den Schwerpunkt einmal so. Und ja, das sieht doch sehr schön soweit aus. Ja, es sind sicherlich nicht die richtigen Lichteinstellungen, aber das ist mir nicht so wichtig. Ich will ja einfach nur, dass es irgendwie hübsch aussieht. Und das tut es auf jeden Fall gerade hier bei dieser nächtlichen Beleuchtung. Also schon schön, definitiv, definitiv. Ne? Ja, Fotomodus toll. Nächster Halt ist Grantham. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche Ansagen gibt, die wir abspielen können. Event. Aha. Ah, okay, ist der Bremsstatus. Panto Selection. Können wir hier machen. Journey, Saloon Status, Dual Mode, Lockout. Können wir auch nichts. Event, Eco Driving, Engine Status, Traction Status. Okay, also eine allgemeine Übersicht. Auto Announce, Next Stop Reminder on. Home. Sehr schön. Oh, ich habe das doch bestätigt. Okay, jetzt haben wir eine Zwangsbremsung bekommen. Vom AWS. Weil ich zu schnell war. Kann das sein? Okay, wir müssen warten, bis der Zug steht und danach ein 60-Sekunden-Timer, der uns noch weiter quälen wird. Oh, hört euch das an hier beim Bremsen. Sehr schön. Ja, haben wir jetzt auch mal getestet. Bremsen funktionieren. AWS ist auf jeden Fall da. Jetzt weiß ich aber gar nicht, warum wir überhaupt eine Zwangsbremsung bekommen haben, weil die Signale waren jetzt alle grün, an denen wir vorbeigefahren sind. So, jetzt müssen wir den 60-Sekunden-Timer abpassen. Und können uns so lange eigentlich den Zug mal in der Innenansicht angucken. Kann einmal durchlaufen. Hier haben wir so eine Küche. Können wir uns ein Brötchen noch schmieren, frühstücken, noch einen Kaffee, noch einen Saft oder so. Und dann, ja, das ist ein Fehler, der bekannt ist. Die Ausleuchtung, die Beleuchtung der Passagiere ist sehr spärlich. Das sind einfach nur Silhouetten, was ein bisschen gruselig aussieht. Hat ein bisschen was von einem Horrorfilm. First Class.
hier auch mit entsprechender Anzeige. King's Cross, we will call it New York, Newark, Grantham and London King's Cross. Mhm. Ja, gehen wir mal wieder zurück. Der 60-Sekunden-Timer wird mittlerweile abgelaufen sein. Okay. Heben Sie die AWS zwangsweise auf, indem Sie den AWS-Knopf auf dem TPWS-Bedienpult drücken. AWS-Knopf. So, jetzt haben wir die zwangsweise aufgelöst und können jetzt hoffentlich fahren. Jawohl. Schön auf jeden Fall diese morgendliche Stimmung im Schnee. Kommt im TSV auf jeden Fall sehr gut rüber. Ja, zur Strecke. Das ist Teil der East Coast Mainline. Ups, nee, Moment. Falsche Taste, so. Das ist die gesamte Strecke. Und wir fahren aber, glaube ich, nicht über die ganze Strecke, meine ich. Die Strecke ist insgesamt 80 Meilen lang. Und führt von Peterborough nach Doncaster. Geliefert wird mit der Strecke dieser Zug, den wir gerade fahren, der LNER Class 801 Azuma, also Baureihe 801 von Hitachi. Wie gesagt, der, ich glaube, modernste Elektrotriebzug, der aktuell in Großbritannien unterwegs ist, neueste Technik darin verbaut. Dann ebenfalls mit dabei kommt eine Class 66 Diesellok mit den FKA Güterwagen. Ein paar Szenarien, die dabei sind, und natürlich ein Fahrplan. Genau, und dementsprechend sind wir hier mal jetzt unterwegs und gucken einfach mal, was das Spiel so, beziehungsweise die Strecke so zu bieten hat. Und ich muss sagen, bisher macht es irgendwie Spaß. Es ist eher so eine Schnellzugstrecke. Die ist jetzt an und für sich nicht landschaftlich gesehen extremst interessant. Aber es ist halt eben die East Coast Mainline, die sich extremst oft gewünscht wurde. So, Ankündigung auf 110. Das ist ein längerer Lag. Das liegt daran, dass ich gerade das erste Mal hier auf der Strecke unterwegs bin. Ja, dementsprechend müssen dann bestimmte Sachen zum ersten Mal geladen werden. Das wird von vornherein so von DTG kommuniziert, dass das erste Mal fahren auf einer neuen Strecke immer mit etwas größeren Lags behaftet ist. Und das ist mir auch tatsächlich auf der Vorarlbergbahn aufgefallen, dass die erste Fahrt, die wir auch, glaube ich, zusammen unternommen haben, die war um einiges mehr am, da war es definitiv mehr am Stottern, als nun die Fahrten, die wir danach gemeinsam unternommen haben auf der Strecke. Das war schon wesentlich performanter und das wird auch hier nicht anders sein. So, wir dürfen jetzt wieder 125 fahren. Und zwar jetzt.
Herrlich. Na, verdammt. Ich dachte, ich kann den Moment abpassen, wo mein Bügelfeuer da ist. Das würde ich nämlich ganz gerne mal tatsächlich im Fotomodus festhalten. Na? Noch nicht zu schnell werden. Oh, schon wieder verpasst. Ah, okay, es wird nichts. Ich versuche das offscreen. Da muss ich euch nicht mit quälen. Es soll wohl bei einem Update der Fall sein, dass zumindest das AWS besser zu hören sein wird mit diesem Update, weil es ist halt einfach sehr, sehr leise. Genauso wie übrigens die ganzen Instrumente, die man bedient. Also hier der Kombihebel, den ich die ganze Zeit hin und her bewege, das hört ihr ja gar nicht. Also man kann es tatsächlich hören, wenn man mit Kopfhörern hört. Aber selbst da ist es schon extrem leise. Und AWS soll mit einem Update dann hoffentlich, ja, mit der Lautstärke erhöht werden. Ja, also über die Strecke hier von der englischen Community kamen da schon einige Leute an, die haben auf jeden Fall viel Spaß an dem Fahrzeug. Der Azuma scheint wohl sehr gut umgesetzt worden zu sein. Zur Strecke an sich gab es Kritik, die es aber auch schon noch vor Release gab, nämlich die Wahl des Streckenabschnitts ist ein bisschen ja, willkürlich, beziehungsweise willkürlich auch nicht unbedingt, aber etwas unverständlich, weil es halt definitiv nicht der klassische Abschnitt ist, den man mit der East Coast Mainland verbinden würde. Man hätte vermutlich, sagen viele, in London anfangen sollen. So, wir müssen gleich 120 fahren. Das hat man leicht reingebremst. So, jetzt weiß ich nicht, AWS hat hier lauter geblinkt. Ob da jetzt nicht irgendwie ein haltzeigendes Signal... Okay, doch nicht. Genau, also es gab da entsprechend, wie gesagt, die Kritik, dass das halt ein Streckenabschnitt ist, den man vermutlich nicht sofort mit der East Coast Mainland verbindet. Aber das war ja von vornherein schon klar vor Release, welcher Streckenabschnitt kommen wird. An und für sich ist, glaube ich, die Ausgestaltung der Strecke, sofern ich es beurteilen kann, sieht eigentlich ganz hübsch aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut bisher. Wir haben die TSW 4 bzw. TSW 3 Schneeeffekte auch hier mit dabei. Beleuchtung scheint ja, gut zu funktionieren. Im Fahrplan sieht man auch die Flying Scotsman, die Dampflok. Die kommt einem auch entgegen. Ja, aber insgesamt halte ich mich mit Urteilen, was
nicht mitteleuropäische oder festlandeuropäische Strecken angeht, eher zurück. Also ne, Strecken aus den USA oder aus UK. Da kenne ich mich einfach immer zu schlecht aus, als dass ich da wirklich ein gutes Urteil abgeben könnte. Wir sind zu schnell. So, das passt jetzt auch schon wieder. Anders ist es natürlich bei einer deutschen Strecke, wo man selbst schon natürlich deutlich mehr, mehr darüber weiß und mehr kennt, einfach aus der eigenen Realität. Oder auch Strecken aus Österreich, die ja deutschen Strecken nicht unähnlich sind, nur halt eben szenerietechnisch etwas anders in der Regel aussehen, deutlich hübscher normalerweise. Genauso Schweizer Strecken ebenfalls. Ja, also das sind so Strecken, auch durchaus Frankreich, da halte ich mich selbst doch so für so fit, dass ich da durchaus mir dann irgendwann ein Urteil darüber erlauben kann, ob ich die Strecken gut oder schlecht finde. Aber das möchte ich halt jetzt nicht großartig bei Strecken aus England oder den USA machen, weil ich mich da nicht auskenne. Ich stelle euch die Strecke aber sehr gerne vor. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen von euch. Das ist natürlich auf dem Kanal hier tendenziell eher seltener der Fall, dass sich da Leute wirklich für interessieren. Für Strecken, die nicht, sagen wir mal, mit PZB-Sicherungssystemen abgesichert sind. Aber ja, mal reinschnuppern kann man ja trotzdem. Und übrigens, so dermaßen unähnlich sind auch UK-Strecken und moderne Elektrotriebzüge den deutschen Pendant nicht unbedingt. Ne, also von der Steuerung her mit dem Kombihebel eben, es ist schon. Oh, ist das für uns das orange blinkende Signal? Also es ist gerade umgesprungen. Also wie gesagt, es ist schon tatsächlich gar nicht so unähnlich dem, was so auf Kontinentaleuropa passiert. Nur das Einzige, was halt immer auffällt, dass die Züge eben so eine etwas andere komische Form haben. Das liegt aber dem Lichtraumprofil britischer Strecken, dieser Tatsache geschuldet, dass sie halt immer so ein bisschen eigen aussehen. Und weshalb auch das der Grund ist, dass halt normalerweise keine kontinentaleuropäischen Fahrzeuge irgendwie in irgendeiner Form in UK unterwegs sind. Und dass da keine Zulassungen da sind. Anders ist es zum Beispiel mit dem Velaro D. Oder beziehungsweise dem Velaro, der als Eurostar eingesetzt wird. Aber der ist aber auch wiederum nicht auf den üblichen Strecken in UK unterwegs. Sondern eben auf Neubaustrecken, die extra da, glaube ich, angepasst worden sind. Denn ich meine nämlich, dass auch der Velaro ein Lichtraumprofil hat, das eigentlich ja nicht auf britische Strecken passt. Auf die herkömmlichen. Zumindest. Aber da gibt es ja diese HS1 und die HS2, die auch gerade gebaut wird und aktuell auch medial stark präsent ist, weil die aktuelle britische Regierung die HS2, also die Hochgeschwindigkeitsstrecke, die da gerade im Bau ist, so ein bisschen verhindert und sabotieren möchte, dem Bau dessen, dass die Hochgeschwindigkeitsstrecke nicht so weit gehen soll, was ja etwas schwachsinnig ist. So, AWS müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich drücken. Genau da haben anscheinend Halt zu erwarten. Okay, das Signal scheint aber umgesprungen zu sein auf grün. Ja doch, ja.
AWS-Sonne müsste jetzt ausgehen, genau. Es macht Bing. So, ich glaube, das war nämlich das, die Signaltafel für das Makrofonieren, das W. Genau, hier ist der Bahnübergang. Und wir dürfen wieder 125 fahren. Das W steht für Whistle, denke ich mal. Ja, also Pfeife. Auch wenn wir keine Pfeife haben, sondern ein Horn. Mal kurz gegrüßt. Doch, das sind zu schnell. Sind gerade mit 200 km/h übrigens unterwegs. Dürfen wir nicht unterschätzen. Wir sind schon ordentlich schnell unterwegs. So, und in Newark sind wir in 3 Meilen, müssten eigentlich jetzt schon da sein, sind also leicht verspätet. Ankündigung auf 100 in 2 Meilen. Lassen einfach mal ausrollen. So, 1 Meile noch, dann dürfen wir 100 fahren. Und in 2 Meilen müssen wir anhalten. Deshalb bremsen wir mal. So, da war die Ankündigung auf 100. Und da vorne ist es auch schon orange. AWS wird jetzt triggern. Auch wenn dann in dem Augenblick das Signal wieder umgesprungen ist. Und in 0,6 Meilen halten wir an. Also mal ordentlich reingebremst. So, da sind wir auch schon in Newark. Oh, ein bisschen schnell. Ja, jetzt habe ich die Notbremse aktiviert. Das wollte ich nicht. Aber das scheint zu passen. Jawohl. Gucken wir uns einmal hier um auf dem Bahnsteig. Da ist unser Zug. Mhm.
Ich dachte, hier ist vielleicht irgendwie so ein Collectible oder so. Okay. Dann wieder zurück. Brauchen Sie erste Hilfe? Okay, er hat's geschafft. Okay, die scheinen ein bisschen kaputt zu sein. Ach, immer toll. Lieb ich voll. Ach, wie cool. Hier kam jetzt gerade eine Anzeige, eine Ansage, dass man extra vorsichtig sein soll auf dem Bahnsteig, weil aufgrund der Witterungsbedingungen, das ist ja mal cool, dass diese Durchsage auch vermutlich nur kommt, wenn wenn das Wetter schlecht ist. So, wie kriegen wir jetzt die Tür eigentlich wieder zu? Hallo, Tür? Kann mir jemand sagen, wie ich die Tür wieder zukriege? Wieso habe ich die Tür jetzt aufgemacht? Verdammt. Da war doch gerade irgendwas getriggert. Ich habe es gerade gesehen. Da, geschafft. Das ist aber komisch. So. Ab geht er, der Peter. Nochmal ein Foto. Na. So, vom Bahnsteig aus. Ich hätte gerne hier den Schwerpunkt, hätte ich mal hier ganz vorne. Dann würde ich gerne eine Schneeflocke scharf haben. Ob das wohl funktioniert? Die hier. Na, das klappt nicht. Schade. Im Moment. So. Auf geht's. Wir sollen ankommen in 6,5 Minuten in Grantham, wo unsere Fahrt heute endet. Also hier und den Streckenabschnitt, den fahren wir heute nicht zusammen. Schön, 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 schön. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß, hier mit dem Zug hier rumzufahren. So viel möchte ich an dieser Stelle definitiv mal gesagt haben. Sehr schön. Und da sehe ich schon wieder orange. Jawohl. Und das Signal ist umgesprungen. Dann verzögern wir ein bisschen und beschleunigen vielleicht nicht ganz so schnell.
weil anscheinend vor uns ja etwas hertingelt. Ich sehe allerdings nichts. Ja. Ja, okay. Das sind aber nicht die Funken, die ich gerne haben wollen würde. Na, nee, das ist noch ein Sekündchen zu früh. Okay, Signal ist allerdings wieder auf Orange. Mal schauen, ob das noch umstellt. Nein. Das ist doch wieder umgestellt. Das heißt also, wir können jetzt erstmal mit einem grünen Signal vorausrechnen, genau. Sodass die AWS-Sonne jetzt erleuchtet, sobald wir das Signal passieren. Genau, beziehungsweise die Balise, die vor dem Signal aufgestellt ist. Genau, Signal ist grün. Sehr schön. So. Viel mehr möchte ich gar nicht beschleunigen als auf 100. Und wir lassen wieder ein bisschen ausrollen. So, auch hier ein etwas längerer Lag. Und Signal ist wieder grün. Ich mag das ja sehr, wie der Schnee da aufgewirbelt wird, ne? Ja, ein Feature, das neu mit TSV 3 hinzugekommen ist. Beziehungsweise mit dem überarbeiteten Schnee von TSV 3, den wir jetzt auch hier haben. So, und Grantham ist immer noch 7 Meilen entfernt und wir sollten in eine halbe Minute da sein. Ups. Einmal hoch auf die 125. So, 115 da vorne angekündigt. Oh, sehr schön, die Sonne geht gerade auf.
Sehr schön, diese morgendliche Stimmung hier, Sonnenaufgang und Schnee. Nur was mir halt nicht gefällt, ist, dass das halt hier vorne erst praktisch rendert, dass hier eigentlich Schatten ist und gar nicht Sonne. Also praktisch die Draw Distance davon. Schön, mit dem Tunnel war beleuchtungstechnisch alles in Ordnung. Da waren keine komischen Lichtartefakte oder sowas zu sehen. Keine Probleme mit dem Lightbaking. Steht da echt, dass wir in King's Cross mit 14 Minuten Verspätung ankommen? Als ob wir schon so viel Verspätung uns eingefahren haben. So, 1,4 Meilen noch. Wir müssen jetzt mal langsam anhalten. AWS sagt auch schon, dass wir anhalten müssen. Und wir nähern uns unserem letzten Halt für heute, Grantham. Auch das Signal müssen wir bestätigen. Haben wir. Moin. So, das gehört nicht uns, das Signal. Da ist der Bahnsteig. Haben aus Versehen wieder die Notbremse eingelegt. Ups. Sehr langsam Einfahrt hier an den Bahnsteig. Okay, ein bisschen zu langsam. Bisschen müssen wir noch. So, wir fahren natürlich ein bisschen vor und halten dann hier, sodass die Fahrgäste unter der Bahnsteigsüberdachung ein- und aussteigen können. So, das passt, glaube ich, soweit. Ja, das passt sehr gut. Noch ein bisschen fahren wir vor, weil hier vorne eh keine Fahrgäste sind und halten jetzt an. Hervorragend. Gut, dann machen wir noch die Türen auf. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Goodbye.